Ja, das ist eine sehr interessante Geschichte und für unsere Galerie auch eher untypisch. Also wir waren zu einem Essen eingeladen bei einer Sammlerin und auch bei einer Kundin von uns und wir saßen an einer langen Tafel und mir gegenüber hing ein Gemälde, was mich den ganzen Abend in den Bann gezogen hat und auch mich nicht mehr losgelassen hat, sodass ich am nächsten Tag die Sammlerin angerufen und hat gefragt, oh Gott, ich kann nicht mehr schlafen, ich muss wissen, von wem dieses Gemälde ist. Und dann hat sie gesagt, ja, das ist von Dario Poggioni, das ist ein ganz tolles Talent und der ist noch unentdeckt und ja, der wäre genau das Richtige für euch, aber sie brauchte mich nicht überzeugen. Ich war überzeugt und verliebt in diese Art der Malerei. Also wir kriegen am Tag ungefähr 20 E-Mails und ja, und ich weiß nicht, dann kommen manchmal auch noch Künstler in die Galerie, die wollen mir dann manchmal auch Originale zeigen oder bringen eine CD vorbei und so weiter. Und ich versuche auch immer wirklich nett zu sein und ihnen zu helfen, aber ich sage ihnen immer, wir sind voll. Wir konzentrieren uns auf unsere Künstler, die bauen wir seit Jahren auf und da hat normalerweise niemand anderes Zugang. Und eigentlich, wenn ich jetzt so über unseren Weg nachdenke, ist es so, dass wir immer über andere Künstler, die schon bei uns in der Galerie waren, an neue Künstler gekommen sind oder sie auch so entdeckt haben. Und so ist es in vielen Galerien. Also wir sind da jetzt keine Ausnahme. Dario ist die große Ausnahme jetzt hier in der Galerie. Aber es ist eben, ich glaube, für Künstler, die hier nach Berlin kommen, ist es sehr, sehr schwer, eine Galerie zu finden. Danke. Naja, also ich glaube, es gibt zwei Unterschiede zwischen Produzentengalerie und Produzentengalerie. Also es gibt sehr, sehr gute, gut geführte Produzentengalerien. Das sind dann aber Künstler, die sich persönlich kennen und sich dann zusammengetan haben und gesagt haben, okay, wir machen jetzt eine Galerie. Und da gibt es sehr gute Beispiele auf der Welt auch. Und dann gibt es, ich will mal sagen, Galerien, die einfach nur ja, auf dem Rücken der Künstler Geld verdienen wollt und das ist einfach schlecht, weil das fördert weder den Künstler, das fördert überhaupt gar nicht die Kunst und es ist einfach nur Gier, die da gefördert wird und die sollte man nicht noch extra fördern. Ja, also wir begleiten unsere Künstler im besten Fall, wenn sie Studenten noch sind. Also es gibt bei uns eine Künstlerin, die Anna Borowi, die kennen wir, seit sie Studentin ist. Und unser Ziel ist natürlich, sie für immer zu begleiten. Also das ist, ich würde sagen, der Traum eines jeden wahren Galeristen. Im günstigsten Fall ist das mit allen Künstlern so. Das ist natürlich aber nicht immer so. Aber das ist der schönste Weg. Und dann ist es so, dass man eben auch über die Länge der Zeit auch diesen tollen Prozess miterlebt, wie sich ein Künstler entwickelt, wohin das geht und so weiter. Wir machen eine sehr intensive Galeriearbeit, also das fängt bei, ich sag mal, einer normalen Einzelausstellung, Gruppenausstellung an und hört ganz oft sogar bei steuerlichen Beratungen auf. Also das ist wirklich eine intensive Begleitung. Wir arbeiten mit Partnergalerien international zusammen, wo wir dann unsere Künstler hingehen zu einer Ausstellung und wir nehmen von den Künstler hierher und so machen wir halt internationalen Aufbau und den machen wir sehr intensiv, wir kennen unsere Künstler auch sehr gut, wir sehen uns tatsächlich als Familie an. Bitteschön, immer wieder gerne.